Auf dem Gelände der ehemaligen Irrenanstalt Birkenhain in Berlin steht heute mit der Nervenheilanstalt Birkenhain eine der modernsten Einrichtungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen in Deutschland. Depression, Psychosen, Schizophrenie. In der Einrichtung werden klassische Krankheitsbilder mit neuesten Methoden ganzheitlich behandelt. Ermöglicht durch EU-Zuschüsse werden schon länger Konzepte von tiergestützter Therapie bis hin zur Hypnose angeboten. Neu im Angebot ist die Musiktherapie. Seit 4 Wochen arbeitet Musiktherapeutin Jana Kieritz mit straffällig gewordenen Patienten im psychiatrischen Maßregelvollzug. Ich bin Jana Kieritz, ich bin Musiktherapeutin seit ca. 4 Jahren. Hier in Birkenhain arbeite ich seit 3 Jahren. Unsere Musiktherapie ist relativ frei. Also es geht darum, dass die Patienten mit den unterschiedlichsten Krankheitsbildern zusammenkommen. Es sollen keine Töne getroffen werden. Es sollen keine bestimmten Lieder gespielt werden. Es geht so ein bisschen darum, seine Gefühle auszudrücken. In der Musiktherapie geht es auch darum, dass man Geräusche hört, dass man auf Geräusche achtet und ja, möglichst miteinander interagiert. Die Patienten haben hier in der Regel schnell Erfolgserlebnisse und können sich kreativ entfalten. Nico, Tarek, Maxim und Stana 666 sind eine Band und rappen über ihr Leben. Schizophrene Störung, Arme wie Mike Tyson. Mit mir willst du nicht im Fahrstuhl stecken bleiben. Tarek KZ, ich kam aus Afrika geschwommen. Du denkst es regnet, doch ich schlachte grad ein Schaf auf dem Balkon. Wenn es einen Gott gibt, wieso kann er's nicht verhindern? Silvester mach ich Gulasch aus abgesprengten Fingern. Amputiere mir das Bein mit der elektronischen Fußfessel. Ramm meine Zunge 2 Meter in deine schwulen Fresse. Geil! Ich bin ein gottloser Hund, ich reiß dein Schädel ab und scheiß in dein kopflosen Rumpf. Tarek KZ, ich bin ein Kannibale. Zersäge deine Leiche in der Badewanne. Die Tage, ich zähle das Cash. Champagne, Fontaine, Rolls Royce, Emblem, Abu Dhabi, Milan, Paris. Champagne, Fontaine, Rolls Royce, Emblem. Meine Schreibmaschine hat keine Buchstaben außer H-U-R-E-N-S-O-H-N. Ich komm nicht aus der Eastside, komm nicht aus der Westside. Bruder, ich komme aus der Steinzeit. Ich hau dir deine Schädeldecke ein und dafür geht mein Doppelgänger lebenslänglich rein. Blutige Balenciaga sind meiner Bärenfalle. In meinem DNA steht, ich bin ein Rhesusaffe. Ich bin auf dem Asphalt aufgeklatscht, weil ich keine Fallschirmhüfte, der nicht zu meinem Outfit passt. Jeder hier sagt, ich bin sympathisch und nett. Ein Gysi auf der Straße und ein Stalin im Bett. Mit dem Damenbad. Zum Tagsübersaufen brauch ich keinen Vatertag. Gestern saß ich vor dem Valomat. Was kam raus, Bruder? Kalifat! Das ist jetzt das 20. Dickpick, bitte um Feedback. Mit Mitte 30 liebe ich nicht mehr wie mein vom Beatback. Die verdammten Groupies nehmen sich, was ihnen zusteht, mit Gewalt. Meine Olle kommt durch die Tür, wieder die versteckten Girls wie Christoph Waltz.
Ich hab Pilz aus Elefantenzähnen. Ich scheiße auf die Juice, denn ich kann nicht lesen. Ich zieh den Schwanz aus meiner Stiefschwester und mach einen Abgang so wie Heath Ledger. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer neuen Reaction auf meinem Kanal. Wir gucken uns heute das neue KZ-Video an. Das haben mir wirklich viele von euch zugeschickt. Ich würde sagen, wir labern gar nicht lange. Let's go! Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so ein bester Hip-Hop-Song ever. Überkrass, endkrass. Ich komme auf mein Leben nicht mehr klar.